Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Ja, heute gibt es eine polnische Karte für euch. Im Mod-Hub erschienen. Und ihr wisst ja, was das heißt. Normalerweise für PC und Mac. Und natürlich für Konsole. Ja, die Karte, ich kann sie nicht aussprechen. Ihr kennt das ja von mir. Oh, daher fragen wir mal Google, wie die Karte heißt. Masowszane. Genau, übersetzt Masowien. Ich hoffe, das stimmt soweit. Und was das jetzt gibt hier, das gucken wir uns mal kurz gemeinsam an. So, starten tun wir hier auf jeden Fall mal direkt an einem kleinen Hof. Diese Karte enthält 2 bespielbare Farmen, 55 Felder, einen Shop mit Werkstatt, 8 Verkaufspunkte, Biogasanlage, Sägewerk, Sammlerstücke und kostenloses Wasser am Brunnen. Joa. Und wenn ich mir das hier so angucke, gehen sogar die Tore hier auf. Na, Wahnsinn. Tatsache. Sehr, sehr nice. Und ja, wie ihr seht, sehen wir auf jeden Fall schon mal ein paar Fahrzeuge. Und ihr wisst ja, ich bin hier der Fahrzeugchecker vom Dienst. Deswegen, genau. Kurzes Menü auf, reingucken, was wir da haben. Und geht auch schon los. So, wir kriegen einen Case, einen Cetor. Dann haben wir hier den Rostelmisch. Natürlich mit Schneidwerk. Anhänger ist dabei. So, so einen kleinen Flug, den kriegt er auch noch. So, kleinen Grubber. Jo, wird nicht gespart. Kreiselecke. Geht schon. Und Sämaschine, ja, ohne die läuft natürlich auch nichts. Und 2 Gewichte, damit sollte sich arbeiten lassen. So, wenn wir hier schon sind, dann gehen wir kurz ins Baumenü rein. Landschaftsbau, malen. Und dann sehen wir hier mal, jo, ich glaube, das dürften, sind das die Standards oder ist sogar etwas mehr? Bin ich gerade überfragt, aber ihr wisst es ja, ihr seid die Fachexperten da draußen. So, Dekorationen. Jo, das sieht gut aus. Lampen. Sonstiges. Pflanzen sieht auch Standard aus. Bäume. Jo, habt da auch große Auswahl. Produktionen. Ist eigentlich auch alles da. Das sieht mir alles standardmäßig aus. Gut, das haben wir gesehen. Was haben wir nicht gesehen? Genau. Wir brauchen eine Übersicht von oben. Deswegen angeschnallt und abgehoben. Ja, also ich muss sagen, das hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Hofbereich. Da drüben sehen wir KI-Verkehr. Auch sehr schön. Die Felder. Okay, die sehen hier ziemlich quadratisch praktisch aus. Wir haben hier ein bisschen, ja, hügeliges Land. Ist auch schon mal ein bisschen realistischer. Und wenn ich mir das hier so angucke, kann man mit dem hier definitiv schon mal arbeiten. Wie gesagt, die Karte hier, die ist polnisch. Und ich gebe euch mal jetzt einen Überblick hier
auf den Bereich. Ihr seht, das Ganze ist nicht voll ausgeschöpft, die Karte, sondern wir haben hier definitiv noch Luft nach oben. Hier sieht man das Ganze wunderbar. Startbereich oder beziehungsweise Farm, Farmhaus, die Fahrzeuge, Bienen gibt es hier oben sogar noch. Da haben wir einen Verkaufspunkt genau gegenüber. Den Fahrzeughändler, den gibt es hier oben. Da oben gibt es auch noch den Brunnen. Würde sagen, wir gucken uns das Ganze hier ein wenig genauer an. So, das ist auf jeden Fall mal ein nur schöner Platz hier. Hier gibt es dann das kostenlose Wasser. Zuckerrüben. So, da oben haben wir so eine kleine angedeutete Dorfgemeinschaft, hätte ich beinahe gesagt, so ein kleines Dörflein. So, hier unten. Gucken wir mal ein bisschen weiter, was hier noch passiert. Hier wird noch gebaut. So, also hier die Bäume. Oh, könnte mit großem Gerät knapp werden. So, hier haben wir auf jeden Fall mal gucken. War vermutlich mal aufgehen, wenn ihr reinfahrt und im Fahrzeug sitzt. Hier unten auf jeden Fall mal Verkaufspunkt, Milchgeschäft und Tankstelle gibt es hier oben. Also dieser alte Look, ne? Irgendwie hat er ja was. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt. So, hier haben wir einen Gehsteig. Hier laufen sogar KI-Personen, kleine BGA hier. Oh, das finde ich cool. Hier kannst du richtig direkt ranfahren. Sehr nice. Mit zwei Silos. So, hier haben wir noch ein paar Rehe. Der Wald. Haben wir hier auch ein bisschen was zum Abholzen. Passend dazu natürlich hier Sägewerk. Hier versteckt sich noch so eine kleine Ansammlung an Gebäuden. Hat aber keine Funktion. So, da gibt es noch ein Getreidesilo. Hier oben der Viehhandel, Kalkstation, Kartoffelverkauf, Scheune. Dorfkornaufzug, okay. Zuckerrübenverkauf. Da gehen wir jetzt mal einmal so hoch. Da müssen wir lang. So, das sieht mir hier nach dem zweiten Hofbereich aus. Ja, und hier haben wir dann dementsprechend die verschiedenen Verkaufspunkte. So, hier haben wir noch so eine Raffinerie, auch so außerhalb der Karte. Dekogebäude. Ja, haben wir jetzt irgendetwas vergessen? Nö. Preise gucken wir uns natürlich nochmal an, was wir hier kaufen können. Waldgebiete, die Preise sind aber human. Jeder kauft da alles. Also die Waldstücke, die kaufe ich auch glatt für das kleine Geld. Ja, so sieht das echt interessant aus. Klein, aber fein. So, das haben wir hier schon gesehen gehabt. Und
Dann sollten wir eigentlich einmal alles erkundet haben. Auch das hier interessant gemacht. Schöne kleine Feldwege hier. Sehr schön. Definitiv nice. Und jetzt kommt die große Frage. Genau, jetzt gucken wir mal kurz in die Lok. Aber ich bin ja eigentlich mal so ehrlich, große Überraschung dürfte es eigentlich nicht geben. Denn wie gesagt, ist im Mod-Hub hochgeladen. Allerdings bei meinem letzten Test habe ich festgestellt, dass dort kein Download-Link mehr vorhanden ist. Ich glaube, da müsst ihr einmal Google fragen und der wird euch dann schon entsprechende Links geben. Ja, wie immer am Ende euer Fazit natürlich gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und oder ein Like da. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.